jetzt meine Jahresfavoriten zusammen mit dem letzten Lebenswertthema für 2013. Hallo, du liebe YouTube-Welt da draußen. Ich hoffe, ihr hattet eine prima Weihnachtszeit mit leckerem Essen, tollen Geschenken und Zeit mit Freunden und Familie. So, und heute ist wieder Donnerstag, das heißt Lebenswertzeit. Und eure Bilder zeige ich euch wieder am Ende des Videos. Zuerst widmen wir uns meinen Top-Favoriten für 2013. Ich habe nämlich gedacht, ich habe lange keine Favoriten im monatsweise gemacht. Deswegen zeige ich euch einfach mal jetzt komplett, welche Produkte es übers Jahr immer wieder in meine Lieblinge geschafft haben und die ich wirklich kontinuierlich benutzt habe. Beginnen wir mit meinen Düften. Das sind zum einen mein Deo und ich glaube, jeder, der mich von Anfang an hier auf YouTube kennt, weiß, dass ich dieses Deo schon zigmal in die Kamera gehalten habe. Es ist Jovan Musk Oil Deo Spray. Ist aber auch relativ teuer mit 4 Euro oder so oder 5 Euro. Gibt es in der Drogerie bei den Parfums und ich muss auch jedes Mal diesen Spruch vorlesen. Passt auf. Moschus. Der sinnliche Duft. Erregend, seit es Leidenschaft gibt. Seien Sie ganz Frau. Für ihn. Ja, ich sinniere immer noch über diesen Spruch, aber nun denn, es ist mein Lieblingsdeo, es wird es wahrscheinlich auch immer bleiben und wehe, Sie nehmen es aus dem Sortiment. So, mein zweiter Duft ist mein Parfum, Kenzo Amour, durch einen Zufall drüber gestoßen und ist mein absoluter Liebling. Es ist pudrig, süß, aber nicht zu schwer. Also es ist eine leichte, pudrige Süße. Also perfektes Parfum für mich. Und es passt farblich zu meinem Lippenstift, zu meinem Kissen und zu meinem Pulli. Kommen wir jetzt zur dekorativen Kosmetik. Da ist zum einen dieser Catrice Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton, mein Holy Grail. Ich benutze den wirklich, wirklich, wirklich immer, jeden Tag. Und ich habe dieses Jahr, glaube ich, einen davon leer gemacht. Und das hier ist mein zweiter, der jetzt am Leergehen ist. Also am Leergehen, also den ich immer weiter benutze. Und damit male ich meine Augenbrauen nach und ich finde, es ist die richtige Farbe und perfekt. Dann habe ich heute auch auf den Augen, auf dem ganzen beweglichen Lid, den Kiko eigentlichen Highlighter in 03. So sieht er aus. Ist ein ganz schimmeriger Lidschatten, so ein Champagnerton, der eigentlich zum Highlighten hier auf den Wangenknochen oder unter der Brauenbogen ist. Aber ich verwende den eben als Lidschatten auf dem ganzen beweglichen Lid. Und ich bin mir nicht sicher, ob die den noch haben. Guck mal, wie zergrabbelt der ist. Aber very well loved, ja. Und ich mag ihn. Kommen wir zu meinen anderen Lidschatten, die ich liebe. Das sind meine MAC-Lidschatten hier in einer Elf-Palette. Man kann es sehen, All That Glitters. Oh mein Gott, wie habe ich den geliebt für das ganze bewegliche Lid. Und dann, das hier ist Sketch. Benutze ich öfter mal im äußeren Augenwinkel. Aber heute habe ich zum Beispiel Handwritten. Hier in der Lidfalte verwendet. Aber was ich auch mag, sowohl auf dem ganzen beweglichen Lid als auch zum Verblenden, ist Twinks. Das hier sind ja alles Brauntöne von MAC. Das hier ist ein normaler, schlichter, trister Braunton. Das hier ist einer mit einem violetten Einschlag. Und der hier hat auch so einen braunen, goldroten Einschlag, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall sind das meine Top MAC-Lidschatten zusammen mit Set & Taupe. Set & Taupe habe ich aber dieses Jahr nicht so oft verwendet, weil ich nämlich Hit the Pan habe und Angst habe, dass er leer geht. Ja, das hier waren also meine Go-To-Lidschatten. Und jetzt zum Schluss gibt es noch zwei Blushes, die ich wirklich abgöttisch geliebt habe. Dallas von Benefit. OMG, das ist Blushliebe Deluxe. Habe einen dieses Jahr leer gemacht, aber hat auch mehrere Jahre gedauert. Das hier ist jetzt mein zweiter und ich trage ihn ungelogen täglich. Ich benutze dann immer nur was Unterschiedliches für die Apfelbäckchen. Zum Beispiel nämlich den Essence Silky Touch Blush, heißt der Silky? Ja, Silky Touch Blush in Secret It Girl. Das ist ein peachiger Orangeton, der sofort Frische ins Gesicht zaubert. Und ich liebe ihn einfach. Ja, das war's an Kosmetikprodukten, die ich mega fand in diesem Jahr. Was ich auch mega fand in diesem Jahr, ist diese Kamera, mit der ich filme. Die kennen EOS 600D. Richtig umgehen kann ich damit immer noch nicht, aber man lernt ja nie aus. Außerdem mochte ich dieses Jahr extremst gerne an Essen, überlege ich gerade, Chili con Carne. Und bei Naniwa die 156, ich glaube, Yashi
Yasai Minchi. Hier in Düsseldorf ist dann immer so ein Laden und da war ich sehr, sehr gerne essen. Dann meine Favoriten an Filmen. Ziemlich schwer, weil ich war seltenst im Kino. Aber wahrscheinlich dann Ich einfach unverbesserlich 2. Serien Walking Dead, ja, obwohl ich das jetzt ja nicht mehr gucke. Aus persönlichen Entscheidungen, die mit dem Mid-Season-Finale der Staffel 4 zu tun haben. Und außerdem mochte ich sehr gerne Revenge und CSI Vegas. Ja, das sind so meine Serien, die ich gerne geguckt habe. Und ansonsten hatte ich viele, viele persönliche Highlights in diesem Jahr. Ich habe Heidi Klum getroffen, ich war auf verschiedenen Beauty-Events, ich habe sehr viel über Freundschaft gelernt dieses Jahr. Daher danke auch an meine Mädels. Und bevor ich jetzt melancholisch werde, würde ich sagen, shiften wir sofort rüber zum Thema Lebenswert. Und deswegen gibt es erstmal, wie in jeder Folge, eure Bilder. Möchte ich nochmal vielen Dank sagen, dass ihr die Aktion Lebenswert so extrem gut angenommen habt. Wir sind jetzt in der 8. Woche und wir hatten viele, viele Themen und viele persönliche Themen auch. Und ich denke, jetzt gerade zum Jahreswechsel können wir uns doch mal gemeinsam hinsetzen und unsere Vorsätze aufschreiben, die wir 2014 verwirklichen möchten. Ich möchte, dass ihr mir in die Kommentare schreibt und euch das mal verwirklicht. Was möchtet ihr 2014 erreichen, erleben, machen, sagen? Also ich habe da auch ein paar Vorsätze. Ich möchte definitiv mehr für meine Gesundheit tun. Das heißt, ich muss auch mal Sport machen. Das ist für mich eine extrem große Herausforderung, weil ich die stinkfaulste Socke des Universums bin. Und ja, ich muss auch mehr auf meine Ernährung achten, weil, ja, man sieht es ja. Mehr muss man dazu nicht sagen. Aber ich habe auch andere Vorsätze, die viel mit persönlichen Dingen zu tun haben. Ich möchte gerne einfach mir für die Menschen, die es wert sind, wieder mehr Zeit nehmen. Und dafür werden aber auch ein paar andere gestrichen von der Liste, die mir kein gutes Gefühl geben. Also ja, das hört sich jetzt zwar doof an, wenn man sich das so vornimmt, aber ich möchte mir einfach wirklich, und wenn es nur ein kleiner Kreis ist, der Freunde wirklich pflegen. Das sind also meine Vorsätze für 2014. Das sind nicht viele, aber es sollte auch reichen, weil lieber wenige und die einhalten als utopische und dann nachher steht man da genauso wie am Anfang. Ich bin gespannt auf eure Vorsätze, auf eure Fotos auch und sage jetzt schon mal, habt einen guten Rutsch, wenn wir uns nicht mehr sehen, aber es kommt auch noch ein Video. Das kann ich auch sagen. In diesem Sinne, bleibt immer anders, denn anders ist nicht falsch. Over and out.